Hallöchen, meine Damen und Herren. Seit gestern gibt es wieder neue Leaks für CS2 und die enthalten Danger Zone. Meine Freundin sieht so gut aus, dass man neben mir... Für alle, die noch nie Danger Zone gespielt haben, kommt gleich eine Erklärung, aber hier ganz kurz, worum es überhaupt geht. Mecke_Dev hat herausgefunden, dass das Model des Tablets geupdatet wurde. Das Tablet ist eine essentielle Sache für Danger Zone und er geht eben jetzt davon aus, dass sie langsam in die Richtung gehen, Danger Zone zu finalisieren. So sieht die ganze Geschichte aktuell am Agenten aus und sieht noch nicht nach arg viel aus, aber sie scheint dran zu sein. Das Tablet selbst hat natürlich auch ein Model und eine Model-Vorschau, die war bis jetzt aber immer leer. Seit gestern ist nun aber dieser Würfel hier aufgetaucht. Und für alle ganz Neuen, die erst durch CS2 dazugestoßen sind und sich deswegen fragen, was ist Danger Zone überhaupt? Danger Zone war ein Battle Royale-Spielmodus in CSGO, bei dem du hier am Anfang eine Map hattest, wo du dir deinen Absprungpunkt wählen konntest. Man hat sich in diesem Modus also ganz am Anfang abgeseilt. Wenn man sich umgeschaut hat, hat man auch die anderen Spieler gesehen, wie sie sich eben aktuell abseilen. Oben links steht, wie viele Leute gerade noch da sind, also 15 Enemies sind noch alive. Und dann ist man eben über diese Welt geschlappt und hat sich Waffen aufgesammelt. Diese roten Kisten konnte man nicht direkt öffnen, man musste sich erst irgendwas Kleines holen aus der blauen Kiste. Oder manchmal lagen auch einfach Hämmer zum Beispiel rum und andere Geschichten. Und dann ging es eben darum, dass du der Last Man Standing eben bist am Ende. Und ja, du hast dir eben einfach gemütlich vor dich hingespielt, hast Leute gekillt, mit dem Hammer totgeschlagen oder mit den Waffen erschossen, konntest dir mit Geld, das du findest, Dinge kaufen. Dafür ist übrigens das Tablet ganz wichtig. Das sah dann in der Benutzung so aus. Die gelb markierten Punkte haben Bereiche gezeigt, in denen Spieler sind und die anderen sind halt eben leer. Über das Tablet kann man sich auch Vorratslieferungen für die Position kaufen, auf der man steht. Und da kommt eine Drohne angeflogen und bringt dir die Lieferung. Du kannst die Drohne aber auch abknallen, wenn du welche siehst, die gar nicht zu dir fliegen. Also einfach kurzum, konntest du den anderen Spielern ihre Jobs klauen und musstest, wie gesagt, eben einfach dieses Spiel überleben. Ich habe mir jetzt hier kurz Gameplay von mir gesnackt. Wundert euch nicht über die Sachen. Das war damals ein Stream und da hatte ich noch diese ganzen Overlay-Geschichten mit in der Aufnahme drin. Das war ein bisschen gefailed. Hier snack ich zum Beispiel gerade Geld, renn rum. Da hinten ist mein Kollege rumgelaufen, Wallen, damit zu zweit gespielt. Man sieht hier rechts, dass ich einmal meine Fäuste habe zum Fisten. Ich hatte hier eine Bombe, C4, das man einfach legen kann und das explodiert auf eine sehr großen Bereich. Das ist ein ziemlich geiles Teil. Wenn du aus einer gewissen Entfernung verfolgt wirst von Gegnern und du weißt, die sind in 30 Sekunden bei dir, dann legst du die Bombe da einfach hin, läufst mit deinem Kollegen einfach weiter in die andere Richtung weg und sobald dieses andere Team dann bei dir ist, also an der alten Position, geht die Bombe hoch und sie werden halt dann genudelt. Ich merke gerade, dass ich direkt mein Gameplay hätte nehmen sollen, weil es sieht einfach viel, viel besser aus von der Qualität her. Hier war eben ganz kurz der Kaufscreen. So sah das zu CSGO-Zeiten aus. Du konntest dir Waffen kaufen und Utility. Und das hier unten waren Upgrades für dein Tablet selbst, die du freischalten oder freikaufen musstest, um dann zum Beispiel mehr Infos über die Zones zu haben oder zum Beispiel auch das Drohnen-Upgrade zu bekommen, dass du Drohnen rufen kannst. Dieser Modus war also ziemlich durchdacht und hat auch jede Menge Spaß gemacht, vor allem wenn man es zusammengespielt hat. Ich bin mir irgendwie gerade doch ziemlich sicher, dass man zu dritt sogar spielen konnte. Vielleicht sogar zu viert, zu dritt? Zu zweit auf jeden Fall. Hier kommt jetzt übrigens gerade die Zone da an der Seite. Dort wird man eben einfach gedamaged. Das kennt man ja aus Spielen wie PUBG und Konsorten halt. Ne? Hinter mir fliegt auch aktuell gerade eine Drohne her. Da hat man es eben ganz kurz gesehen. Da oben, das ist meine. Die wirft dann einfach den Drop ab und hat den in die Zone geworfen. Dumm gelaufen für mich. Ne? Mit den Gadgets konnte man jede Menge lustiges Zeug machen. Man konnte sich, wie hier in diesem Video zu sehen, herumschießen lassen von diesen Boost-Minen oder auch Bump-Mines. Es gab auch Fallschirme und solche Stelzen, mit denen man einfach höher springen konnte, dass man so einen Sprungkraftverstärker hatte. Hier ist übrigens das Ende von unserem Gameplay von Wallen und von mir. Er wurde zwischendurch dann leider irgendwann gekillt. Ich habe zum Ende hin auf den verschissenen Camper einen Molly geworfen, der sich, das ist halt wie in jedem Battle Royale auch so, dass die Leute sich meistens zum Ende hin in irgendeinem Haus vergammeln und sich umschauen und hoffen, dass jemand dann, weil er von der Zone gejagt wird, schnell in ihr Haus rennt. Ich habe ihn gesehen, habe reingenadet, reingemollied und der Molly ist bis zu ihm gespreadet und siehe da, schon war er tot und ich habe gewonnen. Und ja, früher hieß ich noch Killer 13, hä? Der Modus war schon eine ziemlich geile Meile, wobei wir ihn tatsächlich auch gerade in den Streams ganz, 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 ganz selten gespielt haben. Also es gab, ich würde behaupten, vielleicht 3 oder 4 Streams, in denen wir Danger Zone gespielt haben. Vielleicht 5, wenn es hochkommt und sonst nie. Aber ja, wenn das jetzt in CS2 rauskommt, was soll uns davon abhalten, reinzuzocken? Ich kann jetzt übrigens auch nicht sagen, was mich damals abgehalten hat, reinzuzocken. Ich glaube, mir hat der Modus einfach overall nicht so gut gefallen. Es war ganz cool, zusammenzuzocken. Aber irgendwie, ja, hat es mir nicht so ganz gezeckt. Gerade vor, ich glaube, 2 oder 3 Tagen kam auch nochmal ein weiterer Leak in die Richtung von Gabe Follower, in dem er entdeckt hat, dass es einen weiteren Equipment-Slot gibt. Das spricht eben natürlich auch für Danger Zone, für das Tablet und für den ganzen anderen Crucial, den man da eben mit dabei haben kann. C4 und was weiß ich alles für Granaten. Es gab vor einigen Monaten auch in der Hinsicht noch ein Update, von dem ich euch auch schon längst berichtet habe. Da ging es dann darum, dass wohl auch sowas wie neue Flammengranaten, also Mollys, rankommen, die man aber als Falle spannen kann. Also du machst den irgendwann an die Wand unten auf Fußhöhe und spannst so ein Kabel auf die andere
andere Seite. Und wenn da jemand durchgeht, geht das Ding auf und zündet den halt an. Und eine Bärenfalle gab es noch und sowas wie eine Pipebomb. Das kennt man ja zum Beispiel aus Left 4 Dead. Es sah sogar ziemlich Left 4 Dead-mäßig aus. Also auch so ein Teil, das man einfach irgendwo hinschmeißt. Gut, man spielt ja nicht gegen Zombies bei Counter-Strike, sondern gegen Menschen. Aber das Teil wird sicherlich auch irgendwie seinen Nutzen haben. Hier kommt natürlich auch wie bei den letzten paar Videos die Frage, freut ihr euch schon auf Danger Zone? Habt ihr richtig Bock drauf? Und auf die sicherlich entstehende Frage, wann Danger Zone denn nun kommt, kann ich leider nicht mit einem festen Datum antworten, denn ich bin natürlich mit Valve nicht irgendwie im Kontakt oder so. Diese Leaks zeigen nur, dass sie aktuell daran arbeiten. Vor dem Major werden wir sowieso nicht mit großartig viel rechnen können oder sollen. Aber nach dem Major, also ich sag mal dann April, Mai, Juni, Juli und so weiter und so fort, da ist ordentlich viel Zeit, um wohl auch was Dickes zu pressen. Ich gehe also kurz gesagt davon aus, dass zumindest eine der alten Sachen, also von CSGO, dieses Jahr noch kommen wird. Also entweder Danger Zone oder Flying Scoutsman oder vielleicht auch was Großes wie eine Operation, vielleicht auch alles auf einmal, beziehungsweise halt aufs gesamte Jahr aufgeteilt, mal schauen. Aber ich denke, mit einer Sache werden wir zu 100% rechnen können. Also toi, toi, toi. Jetzt lösen wir mal geschwind noch mindestens, ja, ich glaube wieder 3 YouTube-Giveaways auf, weil wir haben echt einige angesammelt die letzten paar Wochen. Und zwar gab es einmal vom 12.02. ein Giveaway mit dieser Glock 18 Vogue. Man musste nur schreiben, ob man schon mal bei mir im Livestream mit am Start war. Vielen Dank für 138 Kommentare, ihr alten Macher. Schauen wir mal, wer sich den Gewinn abgesnackt hat und hoffentlich die Frage beantwortet hat. Bis jetzt immer deine Streams verpasst. Och Mensch, Fimokor. Aber ist ja nicht schlimm, vielleicht klappt sie heute oder demnächst. Fimokor, du hast somit das Giveaway gewonnen. Schreib mir bitte hier, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge bitte deiner Kanalbeschreibung deinen Trade-Link hinzu. Als nächstes haben wir die StatTrak P2000 genalt, aus dem dazu passenden Top 10 P2000 Video. Hier sollte man sagen, ob sich Pistolenrunden für einen selbst gut anfühlen und oder ob man sie halt gerne spielt. Vielen Dank für 39 Kommentare. Der Gewinner ist... Bin ein Fan von den Videos, vielen Dank. Fände es aber nice, wenn du in zukünftigen Episoden auch das neue Feature nutzt, dass man Waffen auch mal gehalten sieht. Es geht noch weiter, Moment. Wäre noch sehr nice, wenn du das nächste Mal einbauen kannst. Ferry Alpaka, vielen, vielen Dank für deinen Kommentar und für diese Idee. Einer meiner Moderatoren hat mir das bereits zugetragen und ich werde mal gucken, dass ich in die Richtung was mache. Leider passt das aber nicht als gewinnende Antwort, darum muss ich den nächsten ziehen. Denn die Frage war ja, ob man Pistolenrunden an sich halt gerne spielt oder nicht. Pistolenrunden, naja, geht, aber mit Digi geht immer mal fit. Na also, anonym 3139. Hier bitte einmal melden unter dem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und den Trade-Link in deine Kanalinfo. Und da ich jetzt leider doch nicht mehr so arg viel Zeit habe vom Livestream, mache ich noch geschwind ein neues Giveaway und dann machen wir hier aus. Es gibt für euch die Dual-Berettas Melon-Drama zu gewinnen. Fügt bitte eurem Kommentar hierfür Folgendes hinzu. Habt ihr Danger Zone schon gespielt oder wird der neue Danger Zone-Modus in CS2 euer erstes Mal Danger Zone sein? Ballert's in die Kommentare, dann seid ihr automatisch mit dem Giveaway dabei. So, ich mache mir jetzt geschwind fertig, denn gleich geht es los mit dem Streamerich. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder in den Livestreams jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Kommt vorbei. Vielen lieben Dank fürs Schauen, für die Kommentare, für die Likes. Haut rein, later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf.